Mein Name ist Karin Kolb und wir sind jetzt hier in der Kirche St. Peter und Paul in Weimar, der Kirche, in der einer der berühmtesten Kranach-Altäre steht, die sich erhalten haben. In diesem Altar zeigt sich wie in einem Brennglas die drängenden Fragen der Zeit in der Mitte des 16. Jahrhunderts. Wir sehen im Hauptmotiv Gesetz und Gnade. Das Motiv, in dem Szenen des Alten Testaments mit Szenen des Neuen Testaments gegenübergestellt sind. Kranach der Ältere und seine Werkstatt sind für Weimar sehr, sehr wichtig. Wir sehen ihn zuallererst hier in einem der ganz wenigen bezeugten Porträts auf dem Hauptbild dieses wichtigen Altarretabels, direkt neben Luther stehend und neben Johannes dem Täufer. Und in einer ganz zentralen Position, den Betrachter anblickend und auf die Gnade Gottes verweisend. Die Gnade Gottes, die offenbar wurde durch die Kreuzigung des Gottessohnes. Und zum Zeichen der Gnade Gottes und der Erlösung des Menschen durch diesen Opfertod trifft Kranach den Älteren den Blutstrahl aus der Seitenwunde Christi. Und indem er den Betrachter anschaut, sagte zu ihm, so wie ich, ein Zeitgenosse, damals 1555, als der Altar aufgebaut und vollendet war. Da war Kranach, der Ältere, gerade einmal 2 Jahre verstorben. Zu diesem Zeitpunkt, als der Betrachter ihn auch noch kannte, als jemand, der durch die Straßen Weimars ging, zu diesem Zeitpunkt ist auch dem Betrachter klar, so wie Kranach, der Ältere, erlöst wurde, so werde auch ich erlöst werden. Und das ist das zentrale Thema dieses Motivs Gesetz und Gnade, in dem die lutherische Botschaft offenbar wird. In der Ausstellung, die am 3. April 2015 die Türen öffnen wird, werden Sie und wir alle erleben können, was es bedeutet, Kranach in Weimar zu zeigen. Wir werden ausgehen von den biografischen Bezügen Kranachs des Älteren zu Weimar. Sie wissen vielleicht, er hat 1550 die Werkstatt, die Wittenberger Werkstatt, an seinen Sohn Lukas Kranach den Jüngeren übergeben und ist, nachdem sein ehemaliger Dienstherr bereits in Gefangenschaft in Augsburg war, diesem nachgefolgt, auf dessen Bitten hin, auf dessen Drängen hin. Er reist ihm also hinterher in die Gefangenschaft nach Augsburg, verbringt bei ihm die restliche Gefangenschaftszeit dort und folgt ihm dann in die neue Hauptresidenz nach Weimar. Den Ort, den Johann Friedrich der Großmütige nach seiner Entmachtung, nach dem Verlust der Kurwürde und nach dem Verlust von einem Großteil seiner Territorien nun zu seinem neuen Hauptsitz macht. Kranach der Ältere ist damals, 1552, schon ein hochbetagter Herr. Dennoch wird mit ihm noch ein Hofmalervertrag abgeschlossen, in dem steht, dass er ab sofort auf lebenslang bestallt, das heißt angestellt wird. Und es gibt einen Passus, der auch neu ist, denn er verpflichtet sich ab sofort bis an sein Lebensende nur für Johann Friedrich und dessen Familie zu malen. Wenn ich erklären soll, wer war Kranach, beziehungsweise wenn mir jemand erzählt, er habe noch nie ein Kranachwerk gesehen, dann fange ich an und beschreibe eine der lebensgroßen Even- oder Venus-Darstellungen von Kranach dem Älteren. Ich sage, stellen Sie sich eine lebensgroße Figur vor, gemalt, mit einem schönen S-Schwung in der Hüfte, mit leicht geschlitzten Augen, hängende Schultern und einer sehr eleganten Pose und sehr eleganten Schritt. Und manches Mal und nicht selten sagt mir dann jemand, ja, sowas habe ich neulich gesehen im Museum XY. In der Ausstellung werden wir ausgehend von diesem Altar motivisch große Kapitel aufmachen. Das erste Kapitel ausgehend von dem Porträt Kranachs des Älteren hier ist das Kapitel Werk und Künstler. Und hier werden wir natürlich beleuchten, was verbindet Kranach den Älteren, was verbindet die Kranach-Werkstatt mit Weimar, was lässt sich hier damals noch zeigen an Orten, die eine Rolle spielten, aber auch, welche Werke gab es und gibt es in Weimar aus der Kranach-Werkstatt. Und ein drittes großes Kapitel ist das, dass der Botschaft und des Auftraggebers, ausgehend von Johann Friedrich und seiner Familie, die hier sehr präsent sind im Altar und die als Auftraggeber
Weber und Dienstherrn Cranachs des Älteren und auch später Cranachs des Jüngeren, nur nicht als Hofmaler, eine ungeheure Bedeutung erlangt haben und werden uns ansehen, was heißt es, Hofkünstler zu sein und was ist Hofkunst? Was sind die Themen, was sind die wichtigsten Themen, die hier Cranach der Ältere und seine Werkstatt malen und produzieren mussten? Was mich an Cranachs Kunst begeistert, ist vor allem seine Sinnlichkeit, die starken Farben, die wunderbaren Formen. Und damit wird es eine Kunst, die einen direkt anspricht und zu der man sehr, sehr leicht einen Zugang findet.